Nun rollt sie also, die 108. Tour de France, und heuer ist alles ein wenig anders, nur drei Bergankünfte umfasst der Fahrplan: Tignes, 4. Juli Col du Portet, 14. Juli Louth Ardiden, 15. Juli, dazu zwei Zeitfahren am 30. Juni und 17. Juli. Die Favoritenrolle ist nicht eindeutig vergeben. Neben Titelverteidiger Tadej Pogačar, SLO, und Landsmann Primoz Roglic kommt das halbe Team Ineos in Frage. Dazu Außenseiter wie der Brite Simon Yates, Rigoberto Urán, Col, vielleicht sogar Straßenweltmeister Julian Alaphilippe, FRA. Turbulent verlief der erste Tag. Nach 152 der 197,8 Kilometer von Brest nach Landerneau gab es den ersten Massensturz. Der deutsche Jascha Sütterlin, DSM, gab auf. 7,4 Kilometer vor dem Ziel folgte ein zweiter, noch schwererer, und der hatte Folgen. Das Feld zerriss, und mit einer Attacke im letzten Anstieg 2,4 Kilometer vor dem Ziel sicherte sich Julian Alaphilippe, DC-Unic Quickstep, den ersten Sieg als Vater, und das gelbe Trikot. Die Favoriten kamen gut durch, nur Simon Yates, Bike Exchange, verlor 3:17.